Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren, ja ich sag mal hoffentlich Overwatch-Video. Die Frage kommt ja immer wieder, wie es bei mir funktionieren kann, dass ich doch so oft so tolle Overwatches habe. Leute mit Knife, mit Handschuhen oder zumindest mal jemanden, der halt wirklich Richtung Legit geht, aber halt keine Skins hat und sowas. Und warum ich nicht ständig irgendwelche Keks habe. Ich habe ständig irgendwelche Keks. Also ja, es ist, man hat 10, 15... 20 Fälle mit wirklich großer Scheiße, bis was Gescheites kommt. Gut, das war jetzt von der Ladezeit her ganz in Ordnung. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so ein bisschen aussieht. Der Tag eines Overwatchers halt. Let's go. Ancient, Competitive. Okay, tatsächlich könnte hier vielleicht sogar jemand da sein, der nicht ausschließlich reindreht. Wie da reinspringt, okay. Ja, aber ist es... Wir gucken mal, was er macht. Also, aber man sieht schon direkt Skins, Fehlanzeige. Also, man muss mitunter lange, lange suchen. Also, einfach Overwatch. Bis du mal jemanden am Start hast, der halt vernünftig tödelt. Und das geht da schon ein... Ne, es geht nicht wirklich in eine vernünftige Richtung, aber es ist zumindest ein bisschen. So, dass er halt nicht direkt reitet. Wir spulen mal direkt die nächste Runde. Ja, Flamingo chillt da in der Ecke. Ich habe jetzt hier nur ganz, ganz kurz mal reingeglötzt. Also, uns ist ja klar, Vision Assist zu 100%. Aim Assist auch. Bei den Gegnern scheinbar auch. Okay. Es ist halt, also sowas ist dann immerhin noch so ein bisschen interessant. Aber klar, man hat halt ständig irgendwelche Dreher, beziehungsweise tatsächlich seit... Seitdem dieses Update kam, aber seitdem Overwatch jetzt wieder funktioniert, also sprich, man diese Experience-Nachricht immer wieder kriegt, sind die Spinbotter tatsächlich gerade fern. Aber das ist jetzt akut, die letzten 2 Tage oder 3 oder sowas. Also, ja. Sonst hast du halt Spinbotter. Du bist auf Office und hast du irgendwelche Affen, die sich rumdrehen. Also hier, wie eben schon erwähnt, Vision Assist, Aim Assist, da kann ich eigentlich durchspulen. Das würde ich jetzt auch in dem Fall, wenn ich halt jetzt gerade... Ich bin ja in der Aufnahme. Würde ich da einfach durchspulen. Meistens scoute ich so einen Overwatch im Vorfeld halt kurz aus, bevor ich überhaupt OBS und alles anmache. Ne? Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich euch ja zeigen will, wie es laufen kann. Aber normalerweise mache ich immer erst CSGO an, Overwatch laden, reingucken. Ah ja, Spinbotter, weiter, warten, bis das nächste kommt, reingucken, Spinbotter, aha. Also sobald dann überhaupt so der erste gescheite Fall kommt, erst dann wird OBS überhaupt angemacht. Eine Kacknase, der Kerl, absolute Kacknase. So dödelig. Es ist so merkwürdig zuckerlich eingestellt, seine Aim-Geschichte. Überhaupt nicht nice, irgendwie. Es sieht gar nicht hilfreich aus. Also es ist auf jeden Fall für ihn hilfreich, weil sonst hätte er keine 10 Kills, sondern wahrscheinlich 0. Aber ja, ich habe ja schon gesagt, ich denke auch, dass da drüben einer cheatet. Die Stats sind sich auch sehr ähnlich von den Teams. Also ich glaube, dass der hier drüben, der Rattle, der hat ihm jetzt auch schon ein paar freche Schällchen gedrückt. Ein paar Frechchen verschenkt und ich denke, dass da auch was in der Mache ist. Wir gucken noch eine Folge an, eine Runde. Sag mal, Folge! Vorhin habe ich das Wort Folge gesucht. Ich habe jetzt schon 3 Videos, das ist das dritte Video, das ich heute aufnehme, in Folge. Und tatsächlich hat mir das Wort Folge vorhin gefehlt. Ich habe es ums Verrecken nicht gerafft. Ja, ich wusste es einfach nicht. Gut, also in dem Fall, jetzt würde ich hier halt einfach durchspulen, was ich jetzt auch mache. Und dann, gucken wir einfach mal in den nächsten Fall rein. Das war jetzt hier tatsächlich ein Beispiel für eine dann doch gar nicht so schlecht laufende Geschichte. Also ich kann euch schon mal versprechen, als ich dieses Video geplant habe und gestartet habe dann eben, habe ich kein neues Mal starten müssen. Das hier ist nach wie vor die Originalaufnahme. Hätte ich jetzt hier gestartet und es wäre sofort ein Spinbotter gewesen, hätte ich es natürlich auch behalten, logisch. Klar, das will ich ja demonstrieren. Ja, es gibt gar keine Möglichkeit, dass ich das Video hier nochmal neu aufnehme. Ja, nee, doch nicht. Ja. Ich wollte gerade irgendwas bluten, was ich gar nicht bluten muss. Er ballert hier in die Mails rein. Schön, dass wir nochmal langsam gemacht haben. So ein ekelhaftes Schwein. Jetzt lässt er sich hier noch... Ist das nicht noch kicken, oder was? Hä? Warum muss man 3 killen? Absolut richtiges Pisspantöffelchen. Aim Assist, Vision Assist. Ada, die Hops am Anfang? Weiß ich wirklich nicht. Ich habe ganz am Anfang kurz gespult, hat dann nicht gerafft, was er macht. Und dann habe ich es nicht gesehen. Aber bei Hops war, glaube ich, nichts, oder? Griefing, alle Neune. Gut, durch, weg damit. Das war jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Das könnte man fast als Fall aufwerten können. Aber auch nicht wirklich. Für so ein Video auf jeden Fall passend. Jetzt Schnitt
und warten bis zum nächsten Fall. Ach ja, noch ganz kurz. Ich habe alle 6, 7, 8 Minuten einen neuen Fall. Also das ist so plus minus die Wartezeit. Wenn ich reingehe, Spinbotter auf 400% durchspulen, raustappen, dann warte ich halt 5, 6, 7, 8 Minuten, dann ist ein neuer Fall da. Let's go. Und da haben wir schon das nächste Ohrwurm. Hat gar nicht lange gedauert. Let's go. Der Ladebalken verrät natürlich oder kann viel verraten. Natürlich ist er etwas weit aus dem Fenster gelehnt, aber er kann eben einiges verraten. Bei den Spinbotter-Fällen ist es in der Regel so, dass sie sehr schnell durchladen. Und dann hast du halt irgendeine Kacke am Start. Natürlich sind die Wingman-Fälle auch recht schnell geladen. Also das kann man damit auch dann gerne mal verwechseln. Wenn du im Wingman einen Spinbotter hast, ist es halt also direkt durch. Was haben wir denn hier? Achso, erstmal kurz nach dem Set schauen. Gut, gut, gut. Noch alles im Lot, Mr. Suspect. Das sieht doch wirklich angenehm aus. Hat er jetzt eben seinen Mate geflasht? Ne, der ist noch drin gewesen. Zwecks Reef und so. Okay, er wurde weggehobelt. Die CTs überrennen. Der hat gar nicht geschossen. Ah, okay. Ich dachte gerade, jetzt wurde hier die Rage-Geschichte angeschmissen. Also er hat nicht auf den Gegner geschossen. Er flasht seinen Mate. Es sieht aber so aus, als hätte die zweite Flash vor allem wirklich drüber gehen sollen. Als hätte er das gewollt, dass hier drüber fliegt, aber er kriegt es nicht hin. Es könnte ein absoluter Superkeks. Ach du Scheiße. Was macht der denn? Hä? Wie kann er denn? War der eben nicht Topfragger? Oh! Naja, nicht wirklich, aber er war eben kurz Topfragger. Kurz war er oben gestanden in seinem Team. Das ist ja absolut lächerlich, was er da treibt, hä? Bis jetzt Grief, dann Grief-Bestand. Zweimal den Mate geflasht. Dem Mate nicht geholfen, als er da gehalten hätte werden müssen in der ersten Runde. Und, nicht schießen, wenn ein Gegner vor dir steht. Ich meine, man kann theoretisch da auch noch sagen, bis jetzt noch im Lot. Klar wird man sich darüber aufregen, wenn man bei ihm im Team ist. Aber er kann halt einfach ein extrem schlechter Spieler sein. Von daher würde ich da jetzt noch nicht auf Grief gehen. Wobei die Double Flash, das war schon krass. Weißt du, ups, und dann nochmal denselben Fehler, ups. Ist übrigens ein Short Match, wie man hier an den, sag mal, wie man hier an den Runden sehen kann, ne? Rundenhälfte, und er schießt ganz wild. Also das ist, es ist wirklich gerade nicht das, was ich gerne hab zeigen wollen mit den Fällen. Aber es könnte halt wirklich daran liegen, dass Overwatch jetzt endlich wieder greift und möglicherweise auch die ganze Spinbotter direkt rausgekickt werden von Wack oder was. Also jetzt zwei Fälle hintereinander, kein Spinbotter. Das ist ja fast unglaublich. Bei uns in den Livestreams, hier steht überall Einblendung, machen wir immer wieder so Wetten, wo man dann mit den Kanalpunkten wetten kann, ob der Suspect wohl rein Rage hacken wird oder nicht. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr oft den Fall, ja, dass es halt so ist. Ihr habt eigentlich immer 5, 6 Fälle erstmal nur Affen. Weiß nicht, warum das jetzt. Also, das ist auch tatsächlich ein interessanter Fall hier. Das ist ja nicht zu glauben. Ah, okay, Suspect. Deine allererste Mache, die ich gesehen habe hier. Alles andere war scheiße. Der war da unten in. Die ist doch wieder. Ist die drüber geflogen? Der war gecallt bei Mitte sicherlich, aber ja, jetzt ist er auf einmal sehr, sehr akkurat. Wo er vorhin noch nicht mal geschossen hat, beginnt er jetzt reinzuschisseln. Und auch natürlich die Vision. Ich weiß, klar, man hört den hier auch, aber seine gesamte Vision ist quakelig. Das ist irgendwie komisch. Also, da ist auch ein Vision Assist am Start. Aim Assist würde ich jetzt gerade noch nicht zwingend sagen. Diese zwei Kills, die er bis jetzt gemacht hat, die wir gesehen haben, oder? Er hatte 8, jetzt hat er dann 10. Aha, aha, aha. Wo ist er da oben? Stimmt ja. 11 hat er. Hat er 3 Kills schon gemacht? Ich habe bei T geguckt erst. Das kann natürlich durch ein Vision Assist sehr, sehr leicht gemacht werden, diese Deagle Headshots, wenn der halt jemand einfach gemütlich reinrennt. Aber dann solche Dinger, das ist ja affig hoch 10. Was treibt der? So merkwürdig. Die anderen Dinger, sehr akkurat drauf, schön die Fresse fertig. Die Gegner laufen rein und sind weg. Und jetzt hier macht er so ganz, ganz wilde Geschichten wieder. Mal gucken, was er hier mit denen macht. Ah ja, mal gucken, ob er einen schönen Smoke-Kill macht. Er war hier zweimal. Auch wenn er nicht gehindert hat. Zweimal voll auf dem Gegner drauf. Also ja, ich gehe hier auf jeden Fall von Vision. Und ich denke auch, hoppala, sorry. Ich denke auch von Aim aus. Komm, mach nochmal. Du alter Keck. Auf jetzt, das machst du jetzt noch mit dem Flash.
Na gut, er flasht halt die Gegner, aber sein... Entweder war sein Mate auch geflasht oder es hat ihm einfach nicht viel geholfen. Wie er da auch stehen bleibt, so dirty. Also dieses überhaupt nicht reinpieken, nicht die Pose verändern, gar nichts. Sich nicht, ja, also er weiß, dass sie da sind, er nickt ihnen zu. Zeigt auf jeden Fall, dass, ja, hier halt auch Vision am Start ist. Ich denke, ich muss es nicht großartig weiter rechtfertigen. Auch Aim ist, es ist Wahnsinn. Wie konnte er nur so reinscheißen am Anfang? Oh, so unglaublich frech. Holy fuck, ist das frech. Das ist ein Lurch, oder? Ein richtiger Lurch. Ich will noch mal so eine Drecksackrunde von dir sehen. Kleiner Warzennascher. Aha, okay. Mate schießen auch durch die Smoke, wobei der... die Gegner schießen durch die Smoke, wobei der Mate, glaube ich, von ihm sehr nah auch dran stand. Da ist es dann noch irgendwie kein Wunder, wenn man da umgesprayt wird. Sie kommen jetzt raus. Und er beginnt wahrscheinlich jetzt wieder seinen Schabernack. Mit der Scout. Ein paar leckere... Ah, Behind kommt auch, hast du gesehen, ne? Mhm. Achtung, Achtung. Und wieder Hit. Und wieder Hit. Oh, kein Hit. Oh, lächerlich. Oder hat er den hinten dran getroffen? Oh, das ist ganz schön schlecht von ihm. Das ist unglaublich schlecht gespielt. Komm, eine Runde noch. Letzte Runde und dann spule ich durch. Ah, oh shit. Ich meine, das war... Ah, okay, okay. Also ein richtiger Drecklurch. Ada, nee. Und hier bei Grief mache ich jetzt einfach mal nein. Obwohl... Das war halt dumm, was er da am Anfang gemacht hat. Hat er seinen Mate eben, als er bei City die Flashes auf A rausgehauen hat, seinen Mate da auch geflasht? Bestimmt, sicherlich, oder? Ich drücke ihm noch einen Grief mit, weil es einfach ein Vogel ist. Ein richtiger Vogel, der seine Mates flasht und nichts macht. Also drei Flashes, die wir gesehen haben, die seine Mates gefressen haben, in Situationen, die, gut, bei der einen war es nicht so wichtig. Ach, bin ich jetzt so korinthenkackerig? Nee, man kann doch mal reindrücken. Man kann dem Kacklurch einfach mal eine reindrücken. So, weg mit dir. Weg mit dir. Wir werden es ja sehen, was passiert. Da wir jetzt hier schon 15 Minuten haben an Overwatch, mache ich dann hier doch den Katterich. Wobei jetzt eigentlich gleich noch ein weiterer Fall kommen sollte, aber den hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr nach wie vor die Overwatches so gerne schaut, weil das für mich halt an sich, wenn dann halt passende Fälle rumkommen, gemütlicher Content ist. Es macht mir natürlich auch schon immer Spaß, da einfach reinzuklotzen. Ah, der hat an oder der hat nicht an. Oder oh, der hat Skins, die verliert er. Haha, geil. Das ist eine tolle Sache. Ich habe jetzt hier nicht in die Inventare oder generell Accounts reingeschaut von den beiden. Ja, weil ich da noch im Hintergrund Dinge machen müsste. Da wäre das für euch nicht so schön am Stück. Aber ja, muss man ja auch nicht. Also das waren Keks, die kommen weg. Die hat noch keine fetten Skins. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen. Wir sehen uns somit im nächsten Video, in wahrscheinlich 2 Tagen, im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und in den Kommentaren halt dann einfach, ne? Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Lasst es krachen. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.